Sven Breidenbach, Offensive Tackle. Ich schaue Crocodiles TV, weil Crocodiles TV die Nummer 1 im Lande ist. This is for everybody. It's like the next 2 weeks are so important for us. So everybody should be here every fucking practice. If you don't want to be here or have fucking excuses, like some guys here, I don't want to tell any names, but I don't need you to come to get to the game. And not to practice, only for a fucking Instagram or fucking Facebook or YouTube. I don't fucking care. I don't have fucking place in my bus or somewhere else, even the fucking hotel. Stay your ass at home. We had a discussion with our captains. If you're not coming to practice, we're gonna talk to the coaches. You're gonna stay with your ass at home. You can watch the game from home. We don't need you. Period. I don't have to say more. Herzlich willkommen zu Crocodiles TV. Letztes Spiel zu Hause gegen die Hamburg Huskies. Patrick, das wird eine sichere Nummer oder gibt es eine sichere Nummer für dich als Head Coach nicht? Nee, habe ich auch den Jungs gerade schon gesagt, es gibt für uns keine sicheren Nummern. Also man darf sich jetzt auch nicht täuschen lassen vom Potsdam-Sieg. Da haben wir gut gespielt, haben alles abgerufen, was wir können. Aber sobald wir mit 60-70% spielen, dann kann uns auch Hamburg schlagen. Und die Gefahr wollen wir uns gar nicht bringen. Wir wollen von Anfang an 100% geben und dann halt auch hoffentlich die Möglichkeit zu haben, ein paar Backups von uns die Möglichkeit zu geben, mal das Feld zu sehen. Aber wir sind nicht in der Lage, irgendeinen Gegner zu unterschätzen oder mit Halbgas rauszugehen. Jetzt kann man es dir wahrscheinlich nicht verübeln, dass du mit Blick auf das Viertelfinale gegen Schwäbisch Hall auch den einen oder anderen Spitzenspieler schonen wirst heute. Das ist der Plan, aber ich will auch auf alle Fälle dieses Spiel gewinnen. Das ist Fakt. Das ist auch für uns eine positive Saison, die wir letztes Jahr auch noch nicht erreicht haben. Das wäre dann auch mal wieder ein weiterer Schritt nach vorne für das Programm. Müssen wir sehen, ob wir die Möglichkeit dazu haben. Ich hoffe, dass wir das machen können, weil auch andere Spieler dieses ganze Jahr in der zweiten Glied standen, es definitiv verdient haben, heute mal das Feld zu sehen. Ja. Du startest heute mit Jan Weinreich, aber er ist nicht zweite Wahl, ne? Nee, Jan Weinreich ist heute als Starting Quarterback auf dem Feld. Er hat sehr gut gearbeitet in diesem Jahr, hat viel vom Brett gelernt, hatte die richtige Einstellung größtenteils an den Tag gelegt und wir wollen halt auch mal gucken, wie das zukünftig aussehen könnte, wenn er auch von Anfang an die Möglichkeit bekommt, als Starter aufs Feld zu gehen. Und genau, Jan Weinreich schnappen wir uns jetzt mal und dann fragen wir da mal nach. Danke, Patrick. Ja, und damit sind wir bei Jan Weinreich. Jan, du bist heute Starting Quarterback. Freust du dich drauf? Natürlich, freue mich immer. Immer dankbar, das Spiel spielen zu können, heute starten zu dürfen, mehr Spiel zu bekommen als sonst. Das ist als Backup-Quarterback immer selbstverständlich. Ja, freue mich sehr, total. Auch nicht nur für mich, für die ganze Mannschaft. Wenn dort einige zum Einsatz kommen, hoffentlich wird ein toller Tag. Und jetzt geht es ja heute sozusagen um die Goldene Ananas. Ne? Also die Playoffs sind erreicht. Selbst wenn man das Viertelfinale gewinnt, gibt es nur noch Auswärtsspiele. Aber es ist wahrscheinlich jetzt auch ein Ehrgeiz, sich heute hier vor dieser Kulisse mit einem Sieg zu verabschieden und einem tollen Spiel. Ja, man will jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, wenn wir uns letztes Ende an das Spiel in Hildesheim, da wollten wir genauso gewinnen, dann ging es auch um nichts mehr. Und es tat auch sehr weh, das Spiel verloren zu haben. Deswegen wollen wir genau heute jedes Spiel gewinnen. Wollen wir das Spiel auch heute gewinnen, vor den Fans natürlich, letztes Heimspiel. Müssen auch Respekt vor Hamburg haben, weil letztes Spiel lang wird zur Halbzeit 28-21 zurück. Wir unterschätzen niemanden und wir müssen heute unsere Einstellung für die Playoffs haben. Da müssen wir auch ganz klar zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind heute. Jan, was glaubst du, mit welcher Stimmung du heute hier vom Platz gehen wirst? Was sehen wir nachher? Ich bin positiv eingestimmt, wir haben uns gut vorbereitet. Ich glaube immer, dass ich ein gutes Spiel machen werde. Ich glaube immer, dass ich der beste Spieler auf dem Platz sein kann, der ich sein kann, wenn man das so sagen kann. Und deswegen können wir nach dem Spiel sehen. Ich glaube, dass wir heute gewinnen werden, aber das glaube ich auch bei jedem Spiel. Deswegen kannst du mich das eigentlich immer fragen. Die Frage ist unnötig. Die Frage ist unnötig, aber die Antwort war gut. Vielen Dank, Jan. Viel Glück. Bei mir ist Noah Plöttner. Ihn kennt man vielleicht, weil er ist der Kicker. Und auch bei Crocodiles TV unterschlage ich sehr oft den Point after Touchdown. Trotzdem hat er eine nennenswerte Zahl von Punkten gemacht. Noah, wie ist deine Bilanz? Ich habe 40 Punkte gemacht. Davon waren 25 PATs und 5 Field Goals. Also, das kann sich doch durchaus sehen lassen. Jetzt bist du ja auch mal bei Sport1 gezeigt worden. Ja, dann endlich mal ein Field Goal im Fernsehen und dann war es der Nils Plöttner. Ärgert man sich da? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Ich fand es ein bisschen witzig, aber schon blöd, wenn man den Vornamen verwechselt, glaube ich. Kann passieren. Und mit welchen Zielen gehst du in die nächste Saison, beziehungsweise jetzt ins Playoff gegen Schwäbisch Hall? Dass ich auf jeden Fall ein wichtiges Field Goal schießen werde, weil bei so Spielen gegen Schwäbisch Hall kann jeder Punkt entscheiden, da kann ein PAT entscheiden, ein Field Goal kann entscheiden und ich hoffe, dass ich jedes treffen werde.
Frustet das ein bisschen, weil meistens zeigt man ja den PAT dann nur, wenn er schief geht. Ne? Es sind ja auch ein paar Sachen geblockt worden diese Saison. Ja, das stimmt. Das ist halt immer so eine Chemie zwischen Snapper, Holder und Kicker. Wir alle haben unseren, also ich habe meinen eigenen Rhythmus zum Kicken. Ich kicke immer gleich und wenn mal was schief geht, kann es passieren. Aber wir sind ein super eingespieltes Team und so. Das ist bei uns eigentlich immer gut. Also drücken wir für heute mal die Daumen und ich glaube, so ein paar PATs werde ich heute wahrscheinlich auch zeigen. Hoffentlich. Heute sind Plöttner-Tage. Das ist die ältere Variante von Noah, nämlich der Vater von Noah, Frank Plöttner. Er ist bei den Cologne Crocodiles verantwortlich für das Sponsoring. Frank, es gab Breast Cancer Day beim letzten Mal. Alle haben pinke Tage sozusagen, aber doch nicht alle. Ne? Viel mehr hätten verkauft werden können an T-Shirts. Ja, es war ein erfolgreicher Tag. Wir hatten insgesamt 100 T-Shirts. Wir hätten weitaus mehr verkaufen können. Und somit haben wir die stolze Summe von 1200 Euro trotzdem zusammenbekommen. Für nächstes Jahr wollen wir versuchen, eine wirklich pinke Wand hinzubekommen. Und dann werden wir mehr haben, definitiv. Jetzt gab es ja Kritik, dass es eine schlechte Organisation gewesen wäre. Jetzt bist du ja mit dafür verantwortlich. Also, dass zu wenig T-Shirts da gewesen wären. Woran lag's? Es waren zu wenig T-Shirts da, aber sie sind gespendet worden. Wir haben einen Sponsor dafür gehabt, wie gesagt. Und nächstes Jahr werden wir definitiv mehr dafür haben. Also, wenn wir dafür einen Sponsor haben, dann halten wir mal schön den Ball flach an dieser Stelle und hoffen, dass die Aktion nächstes Jahr ein noch größerer Erfolg wird. Danke, Frank. We'll definitely have been working hard. In the beginning of the season, we were basically making a lot of mistakes. But now, as the season goes over, keeps going on, we're really improving ourselves. Definitely improving our practice participation and attitude in the games, as you can see in the last couple of games. So we're treating every game the same. This is another game to improve. So we'll see how it is here. This game, and then we move on. Next week, we move on to the playoffs. My personal look back of the season is it's been a pretty good season. Pretty good season. We start off great, you know, have our nicks and bruises, but we end up going to the playoffs in a matter of what, 20 years. So it's amazing, amazing to be out here, amazing to be a Crocodile, and it's just a blessing.
is here. The white ball is coming. Okay, 3 and 5 tactic. You have to defend your gaps, all right? And especially the safeties are the key in the game, all right? The safeties on the single receiver side has to come down and play like a fucking outside linebacker, okay? Because our outside linebacker have to spill the first one, yeah? So he will always bounce to the outside, and the safeties has to make the play. Yeah, that's really important. There's no passing attack. They got one lucky completion. Yeah, but that's not our main problem. Our main problem is the fucking run. And our second main problem is that we tackle like fucking pussies. Yeah, I don't know who teach you that jumping tackles. There's no way to jump and make a tackle. We'll be in a linebacker position, and free safety really has to come up. Okay. And now you got the pull, you got a down block over here. Yeah? He's going to the linebacker. Yeah? Double block them, yeah? He blocks down. And the second part is tackling, guys, yeah? He's a big horse, yeah? He will not, you can't jump and then touch his legs or his feet and he will fall down. No way. Okay? Make the extra step, grab him, drive your legs, and everybody else has to hustle down and make the tackle. Alright, guys? It's a shame, guys. It's really a shame what we played in the first half. Okay, well, let's come out and play with a much better attitude. Next 2 weeks are so important for us, so everybody should be here every fucking practice. If you don't want to be here or have fucking excuses like some guys here, I don't want to tell any names, but I don't need you
to come to the to get to the game and not to practice only for a fucking Instagram or fucking Facebook or YouTube. I don't fucking care. I don't have fucking place in my bus or somewhere else, even the fucking hotel. Stay your ass at home. We had a discussion with our captains. If you're not coming to practice, we're going to talk to the coaches. You're going to stay with your ass at home. You can watch the game from home. We don't need you. Period. I don't have to say more. Patrick, am Ende war es ein Sieg. Du bist erleichtert, aber du warst auch ziemlich sauer in der Halbzeit. Ja, in der Halbzeit hat einiges schiefgegangen, einstellungsmäßig bei einigen Leuten. Die haben das Spiel auf die leichte Schulter genommen. Ist halt leider oft bei solchen Spielen, aber ich denke mal, wir haben die richtige Ansprache in der Halbzeit gefunden, haben ein paar Umstellungen gemacht und haben dann relativ souverän die zweite Halbzeit gestaltet. Bis auf den Kick-Off-Return-Team, der mir auch ein bisschen im Magen liegt, weil da fünf Leute am Tackle vorbeigesprungen sind, war das eine sehr anständige zweite Halbzeit. Und wir haben auch ein paar Backups die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Das war schon mal ganz gut. Wir haben gerade klare Worte gehört von Sven Breidenbach, einem der Team-Captains. Das lässt ein bisschen auf Disziplinlosigkeit in der Mannschaft schließen. Ja, was heißt Disziplinlosigkeit? Wir haben einfach das Problem, dass einige Spieler nicht regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen. Das ist eine Problematik, die uns das ganze Jahr schon verfolgt. Hatten wir letzte Woche nicht vor Potsdam. Dann hat man den Unterschied heute auf dem Feld gesehen. Ist man anders vorbereitet. Und ich hoffe, ich habe jetzt an die Ehre von allen Spielern nochmal applaudiert, genau wie der Sven, dass halt jeder jetzt kommt und nochmal die Chance wahrnimmt, dass wir gegen Schwäbisch Hall wirklich unseren besten Football zeigen können. Wie ist dein Ausblick auf Schwäbisch Hall? Schwäbisch Hall ist für mich momentan die beste Mannschaft in Deutschland, das, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber jedes Team ist schlagbar. 9 von 10 Mal wird Schwäbisch Hall schlagen. Aber warum soll nicht der 22.9. das eine Mal sein, wo wir sie schlagen können? Muss viel zusammenkommen, aber wir werden auf alle Fälle Gas geben, uns vorbereiten und freuen uns einfach mal, sein 16. Jahr mal wieder im Playoff-Luft zu schnuppern. An dieser Stelle noch was Technisches, ein technischer Hinweis, Crocodiles TV und die Crocodiles, das ist der einzige Verein, der es zulässt, dass man in der Halbzeit mit der Kamera und mit dem Mikrofon dabei ist. Da habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Die wäre? Wir zeigen nur 10% von dem, was du gesagt hast. Das ist auch sehr gut, ja. Alles klar, das war Crocodiles TV aus dem Sportpark in Höhenberg.